Schrauben. Herzlich willkommen zu unseren Quick-Tipps. Heute geht es um die Vorbereitung für Suchenfischen. Es ist der Herbst da, wir haben heute schon den ersten Minus draußen gehabt und jetzt schauen wir, was wir machen können, dass unser Equipment perfekt abgestimmt ist für die neue Saison. Ich habe jetzt da unser Bandcrusher, Big Fish Rute, Wölshecht und vor allem auf Huchen. Ich richte es jetzt für Suchenfischen im Winter her. Natürlich müssen wir jetzt mal schauen, ob unsere Schnur in Ordnung ist. Es ist draußen der erste Minus gewesen. Ich fette die Schnur da jetzt immer ein und kontrolliere mal, ob es noch schadhafte Stellen gibt. Das zeige ich jetzt einmal, wie wir das da machen. Ihr könnt gern den Service in Anspruch nehmen, wenn ihr Spulen bei uns im Shop bestellt. Schreibt einen Kommentar dazu, bitte die Schnur herrichten zum Huchenfischen. Wir fetten euch das dann gratis ein, als Service von unserem Shop. Wenn ihr das daheim selber macht, könnt ihr einfach das Schnurfett mitbestellen. Ich zeige euch nachher noch einen Trick, wie man das daheim auch krass machen kann. Jetzt nehmen wir da mal ein paar Meter Schnur runter. Und dann zeige ich euch das, wie wir das da mit dem Schnurspulgerät machen. Was wir euch auch machen, wenn ihr herkommt oder wenn ihr was im Shop bestellt, wenn ihr es wollt. Einfach einen Kommentar dazu schreiben bei der Bestellung. So, jetzt habe ich mal 100 Meter runtergespult ungefähr. Weiter kann ich eh nicht auswerfen, dass wir das euch einmal zeigen können. Wir verwenden da Amoxicillin Schnurfett. Da ist ein kleines Filzschwammerl dabei. Mit dem Filzschwammerl nehmt ihr einfach einmal ordentlich Fett auf das Schwammerl rauf, da, dass das schön eingefettet ist. Schöne dicke Schicht. Und dann einfach da zwischendrin einspannen und schön ein bisschen verdrehen mit den Fingern, dann geht das Fett schön auf die Schnur drauf. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr es daheim selber über die Rolle abspulst, die Schnur. Zwischen, wenn nicht mehr viel Fett oben ist, einfach nochmal ein bisschen Fett nachnehmen. Und die ersten Meter, die wir beim Auswerfen brauchen oder die beansprucht werden, mit dem Wasser in Kontakt haben, sind jetzt eingefettet. Können kein Wasser mehr aufnehmen und die Schnur gefriert euch nicht mehr ein. Jetzt haben wir das Fett da oben. Was natürlich noch besser ist, mit dem Föhn, den hat man daheim, wenn man das daheim vorbereitet, kann man sich das Fett da schön einziehen lassen oder einföhnen, auf Deutsch gesagt, kann man dann auch daheim gut machen, wenn man das mit dem Aufspulen nicht kann. Oder das kein Schnurspulgerät vor Ort hat. Jetzt sage ich jetzt nochmal, nehmen wir Fett. Wenn wir das da drauf tun, auf die Spule, einmal schön rundherum schmieren, föhnen, volle Stufe. Zack. Dreht das ganze Fett in die Faser rein, versiegelt die Schnur nimmt kein Wasser auf und wir können super fischen. Das Schnurfett gibt es natürlich bei uns im Shop zum Kaufen. Und natürlich, wie vorher schon erwähnt, habt ihr das Service, wenn ihr eine Rolle bestellt, schreibt es ins Kommentar, machen wir euch das gratis als Service dazu, dass wir die Schnur schon einfetten und vorbereiten für die Winterfischerei.